Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik- und Haushaltsgeräte. Heute habe ich den Panasonic TX55JXW604 Fernseher im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in den Kommentaren und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet, kommen wir nun zum Testbericht. Die Bildschirmdiagonale beträgt 55 Zoll. Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10-Bit, 8-Bit plus FRC und Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 60 Hertz. Dolby Vision HDR10 HLG für Bildqualität. Durch die Unterstützung von Standards wie Dolby Vision, HDR10 und HLG kann dieser Fernseher bei der Wiedergabe von HDR-kompatiblen Inhalten lebensechtere Farben sowie höhere Kontrast- und Helligkeitsstufen darstellen. Dolby Vision implementiert sogar Metadaten auf einer Frame-by-Frame-Basis, was bedeutet, dass sich Informationen wie Farbe und Helligkeit dynamisch ändern, wodurch das Fernseherlebnis für Sie noch intensiver wird. Game-Modus. Sie können Ihre Games auf dem Fernseher spielen? Kein Problem! Für ein noch intensiveres Gaming-Erlebnis wählen Sie einfach mit der Fernbedienung den Game-Mode aus. Damit werden Ihre Spielbefehle direkt und ohne Verzögerung auf den Bildschirm übertragen. Die Farbe des Fernsehers ist ein Schwarz. Er wiegt 16 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 124,3 cm in der Breite, 71,9 cm in der Höhe und 8,2 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200x200 Weser-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 82 Kilowattstunden pro Jahr. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich die folgenden Anschlüsse: 2x USB 2.0, 1x Ethernet RJ45, 3x HDMI 2.0, 1x Satellite In Main F-Type Female, 1x Optical Audio Out, 1x 3,5 mm Audio Out, 1x Antenna RF Female und 1x CE Plus 1.4. Das Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann mit einem HDMI-Kabel über eARC an den Fernseher angeschlossen werden. Tauchen Sie mit Dolby Atmos in die Geschichte ein. Entdecken Sie den Dolby-Unterschied. Ein erstklassiges Unterhaltungserlebnis, das Sie in Filme, Shows, Musik, Sport und Spiele eintauchen lässt. Hören Sie, was Sie bisher verpasst haben und genießen Sie ein unvergessliches Erlebnis. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Android TV gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Smart TV mit Zugriff auf Streamingdienste. Hauptvorteil eines Smart TVs ist der Zugang zu einer großen Anzahl von Mediatheken und Streaming-Anbietern, die Fernsehprogramme, Filme und Musik bereitstellen, ohne dass Sie eine TV-Antenne anschließen oder einen Kabel-Satellitendienst abonnieren müssen. Smart TVs lassen sich über das integrierte WLAN komfortabel mit dem Internet verbinden und bieten so eine große Auswahl an Unterhaltung. Catch-up TV, YouTube und Videostreaming von Diensten wie Netflix oder Amazon Prime Video stehen Ihnen sofort zur Verfügung. Funktioniert mit Hey Google. Schalten Sie Ihre JXW604-Serie mit Ihrer Stimme ein, ohne Ihre Fernbedienung zu benötigen. Fragen Sie einfach Google. Sie benötigen nur ein Google Assistant-fähiges Gerät oder Smartphone für die korrekte Einrichtung. Ich habe die Kundenrezension studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Die umständliche Menüführung, unbequeme Fernbedienung. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Der Klang ist vollkommen ausreichend. Top-Qualität. Die Inbetriebnahme ist ziemlich einfach. Bildqualität ist gut. Damit ist unser Test des Panasonic TX55JXW604 Fernsehers nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin!